Sie müssen mir helfen, mit Joe in Kontakt zu bleiben. Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Lassen Sie mich wissen, was ich tun kann. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Mir geht's nicht gut. Ich will den Pfarrer sehen. Stirb mir bloß nicht weg, 1229. Was macht das Stadtleben? Hab deine Herzdame bei der Beichte gehabt. Ich weiß, dass du deine Frau liebst. Ich will euch helfen. Ehrlich. Aber Gefangenen zu helfen, ist auf dünnem Eis laufen. Ich muss vorsichtig bleiben. Warum sollten Sie uns helfen, Vater? Sagen wir einfach mal, deine Lady hat, gute Argumente. Allerdings. Ich schreibe was für Sie auf. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich's ihr ausrichten. Ich verspreche, die Nachricht nicht zu lesen. Da mache ich mir keine Sorgen. Nicht mal Gottes Blick könnte mit dem, was ich geschrieben habe, etwas anfangen. Sie haben doch Ahnung von Büchern, oder? Das eine Buch habe ich ziemlich drauf. Ist guter Stoff. Wie dem auch sei, glauben Sie, Sie können mir das hier besorgen? Sag mir nicht, wofür das sein soll. Ich will es gar nicht wissen. Meine Frau könnte Ihnen helfen, es zu bekommen. Ich werde es ihr ausrichten. Christine, ich bin froh, dass Sie dem Ruf des Herrn gefolgt sind. Ja, danke fürs Durchstellen. Worum geht's, Vater? Ihr Mann hat gesagt, ich soll Ihnen das hier geben. Was ist das? Eine Büchereikarte? Sieht aus, als wenn er ein bestimmtes Buch sucht. Ich hoffe ja, dass der Herr ihn eines Tages zu dem einen wahren Buch führt. Ihr Mann hat gesagt, ich soll Ihnen das hier geben. Eine Notiz. Danke, Vater. Sie erpressen mich. Wissen Sie noch? Ich habe dieses Verbrechen nicht aus freien Stücken begangen. Joe schrieb, sag der Sphinx, pack für Mexiko. Benutz erst das B, dann das V, dann das S. Frag V, damit wir über den Draht kommen. Das heißt wohl, er will, dass Viv uns Pässe fälscht. Strouds Vogelkunde, warum auch immer. Joe braucht dieses Buch. Ich suchte ein bestimmtes Buch. Heißt Strouds Vogelkunde. Wirf mal einen Blick in das Regal mit den seltenen Exemplaren. Kann ich das anschreiben lassen? Klar. Danke. Geben Sie Joe dieses Buch. Sobald er es hat, wird er Ihnen ein Codewort sagen. Fragen Sie ihn nach dem letzten Keks. Nur so weiß ich, ob Sie meinen Anweisungen gefolgt sind. Wenn nicht,
wird es der Skandal des Jahrzehnts. Sie sind hartherzig geworden, Christine. Gottes Wege sind unergründlich. Gott will wohl, dass ich Ihnen helfe. Deine Lady sagte, ich soll dir das hier geben. Sie sagte, du hättest ein Losungswort für sie, damit sie sicher sein kann, dass du es gekriegt hast. Sie sagt, es geht um den letzten Keks. Gott ist mit jenen, die sich selbst helfen. Fertig mit Beten? Ja, bin ich. Nutz den Notruf nicht ab, 1229. Oh, wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren! Was Vögel angeht, bin ich ein Genie. Sie haben sie mir alle weggenommen. Mein Buch über Vogelkrankheiten hat sich 12.000 Mal verkauft. Ich selbst habe es nie gesehen. Nicht gedruckt. Das ist Birdman. Aber er bevorzugt Mr. Stroud. Ich habe, was du brauchst. Hab gehört, du hast Gaspipe einen Denkzettel verpasst? Du kennst mich. Joe Lyons, verheiratet, wohnhaft in San Francisco. Bewaffneter Raubüberfall auf einem Panzerwagen. Ausbruch aus Leavenworth. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ganz clever bist. Erlaubnis hereinzutreten erteilt. Ich habe einen Plan. Ja, Hanks Plan. Mein Plan. Hank und ich sind zu alt geworden. Wir schaffen keine 50 Meter im Wasser. Es beginnt also mit dem Fenster hinter dir. Wie geht's dann weiter? Kletter aufs Dach, dann rüber auf die andere Seite. Dann runter zu den Kerkern. Unter die Insel. Kletter runter zu den Höhlen. Bau dir ein Floß oder schwimm. An Land ist alles geregelt? Ein schneller Wagen? Falsche Papiere? Noch nicht. Dann schaffst du es auch nicht. Irgendwelche Schwimmtipps? Teil dir die Kraft ein. Ufer immer im Blick. Schwimm Richtung Aquatic Park. Da ist normalerweise ein blaues Blinklicht an. Kommt natürlich alles auf den Nebel an. Kämpfe nicht gegen die Wellen. Mach dich mit der Strömung vertraut. Atme auf beiden Seiten. Die See ist unruhig. Die erste Minute ist ein ziemlicher Schock. Du musst Ruhe bewahren. Richte dich darauf ein, eine Menge Wasser zu schlucken. Du kommst aus Alaska? Verdammt richtig. Schon mal in Eiswasser geschwommen? Das da draußen ist ein Witz dagegen. Weißt du, wieso du hier heiß duschen darfst? Damit die Bay dich fertig macht. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, kalt zu duschen, um mich abzuhärten. Ich bin also vorbereitet. Du siehst aus, als wenn du mir was erzählen willst. Du kennst die Frau von Aufseher Mason? Die den Knastbruder gevögelt hat? Ich habe davon gehört. Häftling war ein gut aussehender Pole. Blond, kräftiges Haar. Klempner. Wache nimmt ihn mit nach Hause. Soll da ein Rohr verlegen. Frau sieht den Klempner. Klempner sieht die Frau. Ihre Adern stehen unter Strom. Sie weiß, da geht was. Und er weiß es auch. Kissen werden unter die Spüle geschoben. Sie klettert rein. Hose unten, wartet, zittert. Ihr Ehemann gleich nebenan. Typ klettert unter die Spüle und verlegt ein Rohr. Hab ihre Küche nicht zu Gesicht gekriegt. Mir fehlt das nötige Werkzeug. Hanks Fenster. Ich hoffe, das Fenster wurde inzwischen nicht repariert.
Da hilft kein Seil. Junger Mann, wenn du wirklich in die Kerker runterklettern willst, brauchst du mindestens 10 Meter Seil. Wegen unseres Deals. Sie haben versprochen, Joe und mir zu helfen. Okay. Aber nur, wenn Sie keinem diese Bilder zeigen. Was soll ich tun? Wieso hatte Mickey diese Bilder in seinem Safe? Er hat angefangen, mich damit zu erpressen. Ein paar Tage, nachdem ich Sutter und Matty verheiratet habe. Seitdem bin ich ihm ausgeliefert. Mickey kann Sie zu gar nichts mehr zwingen. Sie müssen Joe nach einer Information für mich fragen. Wenn Sie darauf bestehen... Sagen Sie ihm, dass Evan den Kühlschrank bewacht. Er wird schon wissen, was ich meine. Hoffe ich. Ich lasse Sie wissen, was er gesagt hat. Haben Sie Joe schon nach Evan und dem Kühlschrank gefragt? Noch nicht, aber ich werde morgen das erste Boot nach Alcatraz nehmen. Das wäre besser für Sie. Ich lasse sie dann mal vom Haken. Wir sehen uns, Padre. Sie würden mich schnappen und für immer wegsperren. Eine Gruppe Matrosen. Jeder Einzelne auf der Suche nach Ärger. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Mir geht's nicht gut. Ich will den Pfarrer sehen. Stirb mir bloß nicht weg, 1229. Vater. Ja? Ja, sie sagte, es wird ihr helfen, mit Evan Camfield fertig zu werden. Ja. Ich hoffe, sie haut nicht ab mit dem, was sie da findet. Woran arbeiten Sie gerade? Ein Programm für frisch Entlassene. Du weißt ja, wie schwer man da... Sie vermitteln ihnen ehrliche Arbeit? Das ist alles, was... Vater... Joe... Priester... Ich muss weiterarbeiten. Nichts Wichtiges. Da ist nichts, was sich lohnt.